Herzlich willkommen von Woma Adventure. Ja, jetzt geht es durch die kasachische Steppe durch. Die zieht sich in die Länge, dann ein paar kleine Städtchen ein. Und dann kommt Regen viel und dann haben wir gleich ausgenützt und sind viel gefahren, um an das Ziel zu kommen, nämlich in eine spezielle Region. Ich erwähne es in den Bemerkungen. Und dann geht es los mit dem Abenteuer und ihr seht, dass der Camp ist völlig verschmutzt. Ja, es war ein der erste Teil vom Abenteuer seht ihr dann in diesem Video und der zweite Teil gibt es dann im nächsten Video. Super, okay, schön seid ihr dabei und bis später. Runde Bänderung. So, ab und zu fehlt einfach ein Stück Straße. Keine Ahnung wieso, weil vorher Superstraße, nachher auch wieder, aber 50 Meter keine Straße. Da drüben ganz kleine Höhlen, Ohrtürme, wie man sie früher hatte, ganz viele. Genau so einen stelle ich mir jetzt in den Garten und dann machen wir da Wasserförderung oder irgend sowas. Ja, hier dauert es glaube ich 25 Kilometer auf ganz schlechter Piste. Hart, bockhart. Der Teerstraßenbau ist da drüben voll im Gange, aber leider noch nicht bei uns. Wir werden hier durchgeschüttelt. Der Hüpfte. Und? Schon Schüttelkrise. Ja, nicht einfach diese Piste da. Ja, weil sie so lang ist. Das Kamel geht vor mir auf die Knie. Und ja, wir wollen über die Straße. Da noch eins. Kasachstanischer Camper. 6x6 sogar. Das schwingt. Sandra meint, es sieht hier aus wie Sibirien. Ja, irgendwie. So ganz nordisch. Das Kamel hat hier definitiv die besseren Schotten auf diesen Straßen. Die sehen auch geil aus. Wir sind in Attirau angekommen, in einer Scheißstraße. Nach Tanken und langer Pause und Buchhaltung und verlassen wir Attirau, weil es hier nichts zu sehen gibt, außer kaputte Straßen. Wobei die jetzt gut ist. Aber es ist eine Industriestadt, eigentlich. Ja. So, gleich Eingang oder Ausgang an der OP, die erste Polizeikontrolle. Ich bin da vorbeigefahren, ein Auto, dann hat er mir ein Zeichen gegeben, quasi Licht. Ah, okay, habe ich angemacht, fuhr weiter, ist er hinter mir her, hat mich rausgeholt. Bin ich nicht gleich rechts hin, weil das zu gefährlich ist. Also habe ich gewartet, bis es eine bessere Stelle gibt. Ja, schlussendlich wollte er dann irgendwie Geld und so. Irgendwann Strafe hat er gewusst. Strafe, das kennt er, ja. Auf jeden Fall, okay, man muss hier offenbar das Licht anstellen, wusste ich nicht, jetzt weiß ich's. Und von daher ist es ja berechtigt. Und dann ja, habe ich ihm gesagt, ich habe keine Summen, oder? Und dann meinte er, Souvenir. Habe ich ihm eine Toblerone gegeben, da wollte er noch eine, habe ich gesagt, nee, fertig, eine. Da hat er gelächelt. Und den gemacht, dann war das Ding erledigt. Also, ja, war amüsant. Also, ich gönn sie. Hast du deine Unterlagen wieder? Hast du alles? Ja. Okay. Alles Kopien. Ja, alles geht nur Kopien denen. Das ist ein Paradies für Pferde. Lauter frei laufende Herden. Ist das schön. Ganz viel eigentlich aus den gleichen Produkten. Ne? Das hier links ist ein Friedhof.
Überschwemmung. Das sind nur Rohre und ein Steinhaufen. Ja, da haben sie schnell repariert. Rohre und Steine. Pferden, da links ist das egal. Im Gegenteil, Wasser ist was Schönes. Wow. Von Weitem sieht es aus wie ein Dorf, aber es ist ein Friedhof. Hier gehen wir raus, wir essen Pizza. Mal schauen. Jetzt ins Dorfzentrum. Hier hat es richtig eine Überschwemmung gegeben. Man sieht es. Vieles ist kaputt. Gehsteig, Möbel. Wir haben einen Bankomat gefunden und das muss ich jetzt mal filmen, weil das ist so schönes Geld, nagelneue Scheine hier. Wir sind gerade im Restaurant im Ort Kulsaru. Genau. Keine Ahnung, wie man das schreibt, aber ein super schönes, feines Restaurant, Nobel Restaurant. Also ganz schöne Ambiente. Mit einer englischen Speisekarte, zumindest teilweise. Den besten Gruß an den Restaurant Westen. Paradise. Ja, ja. Also Bier gibt es hier keines, Wein auch nicht, aber dafür ein Kompostsaft. Kompost. Kompost. Ja, jetzt haben wir das Essen bestellt, Vorspeise mal. Mal schauen, was kommt. Wir müssen mal einen Italiener vorbeischicken, um denen zu zeigen, wie man Pizza macht. Weil das sind ja kasachische Pizza. Sowas wie Cacciapulli. Ja, und hier sitzt man irgendwie klein oder sind das so kleine Menschen? Die sind nett. Gesättigt und geplättet, oder? Ich bin flach. Das war der Hammer, der Salate. Super, sogar mit Rahmsauce hatte ich noch nie. Das war sehr gut. 6 Euro, glaube ich, der Salat. Super, also kann man nichts sagen. Aber jetzt sind wir satt. Jetzt wirken wir nichts mehr. Gut, haben wir nur die Vorspeise bestellt. So, mit besten Grüßen an den Christian, aber der weiß das, was ich jetzt meine. Der sucht immer gute Restaurants. Wir sind jetzt im ersten Einkaufsladen in Kasachstan und hier hinten machen sie Crêpe, Omelette, wie wir Schweizer sagen. Gerade direkt beim Brot. Auch hier sind die Spuren vom letzten Hochwasser zu sehen. Die Straße war überschwemmt. Ja, besser nicht rausgehen, wenn es regnet. Eieieiei. Mir ist langweilig. Dir ist langweilig. Wir fahren jetzt mal ein paar hundert Kilometer heute. Muss ich hierher halten, oder was? Ja, jetzt musst du herhalten. Durch Niemandsland, die Leute wollen dich sehen. Ja, mir ist auch langweilig. Ich gucke nur ins Handy heute. Sie gucken nur ins Handy? Ja. Jetzt gucken wir mal raus. Aus diesem Haus. Und eigentlich nur Steppe. Pferde, Kamele, LKWs. Das war's. Sand. Camel! Also ihr braucht keine Stoppschilder, denn hier hat es Kamele. Bitte mal kurz anhalten. Wir sind im Benai angekommen und es regnet leicht.
hat gerade angefangen. Hier versuchen wir nochmal zu tanken. Genau. Heute sind wir etwa fast 500 Kilometer gefahren und es hat angefangen zu regnen. Und jetzt kommen wir langsam in eine interessantere Gegend. Jetzt geht es nämlich runter. Und eigentlich wollten wir bei einem Salzsee übernachten. Das ist aber 10 Kilometer Piste und ich glaube, das ist heute leider nicht möglich. Also mal eine Abwechslung, nicht nur immer geradeaus. Jetzt wird es interessant von der Landschaft her. Leider ist das Wetter nicht so gut, aber es ist auf jeden Fall speziell. Immer noch interessant. Da, wenn die Bremse versagen, kann man da hochfahren. Nicht schlecht. Die Vernunft hat gesiegt. Die Vernunft von Sandra. Die keinen Schlammschlacht hat. Ja, die Sandra will nicht Schlammschlacht fahren heute. Und bei dem Wetter und dem Untergrund werden wir hundertprozentig angesoffen. Wir haben das falsche Wetter heute erwischt. Aber es gibt noch mehr solche schönen Kalksteinformationen. Da wollten wir hin zu einem Salzsee mit super Aussicht. Es gibt aber noch mehr. Und jetzt fahren wir halt weiter. Ja, ist blöd, da kann man gar nicht reinfahren, weil alles Schlamm. Vielleicht bis zur nächsten Stadt mal schauen, aber das dauert schon, ja. Also heute gibt es einen Rekord. Wir sind sogar im Nebel, wie wenn es Berge hätte. Die Landschaft ändert sich jetzt, nicht nur Steppe. Jetzt wird es ein bisschen hügeliger. Die Sandra meint, sieht aus, wie wenn man in Alaska sind. Der Tracker-Stop. Wir sind vor der Ortschaft Shitpe und da wollen wir übernachten und essen gehen. So, angekommen. Hinter dem Bahnhof stehen wir. Da gleich hinter dem Haus. Und da gehen wir jetzt essen zum Dünner. Also auch Regen gibt's hier. Also das ist unser Übernachtungsplatz. Im Dorfzentrum, großer Platz, aber ist nicht allzu laut. Da gehen wir essen. René, wieder tanzen. Diesmal im Supermarkt hier bei Regenwetter. Denn bei Regen draußen tanzt es sich im Supermarkt am leichtesten, ist am meisten Platz. Gott sei Dank sieht uns keiner. Der Supermarkt ist leer. Der ist auch sehr basic hier. Also hier sind die Portionen reichlich. René hat gerade ein bisschen verloren. Ich nicht so viel. Also. 16 Stück von diesen, was weiß ich, Chicken McNuggets oder so. Die Sandra hat Pfeffer bestellt. Gekommen ist das. Also die Kommunikation klappt noch nicht ganz gut. Wir haben ja selber im Camper. So läuft das hier. Er guckt sich da einen Ballerfilm an. Nach 100 Metern rechts abbiegen. Wir fahren jetzt rechts weiter. Abbiegen. Aus diesem nassen Dorf. Es regnet immer noch. Alles kleine Ölfelder da links. Alles voll mit so Ölpumpen. Ich will nur eine. Nur eine. Fahren wir weiter links. Wow, da könnte man mit dem Flugzeug landen. Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn, die ganze Gegend voller Ölpumpen. Rechts, links. Ja. Vor
vorne fährt Susan und Stefan, die wir hier getroffen haben. Jetzt fahren wir, so gut wie es geht, zu einer Sanddüne. Kalksteinformationen und links sind Sanddünen. Das ist nicht etwa Schnee, Kalkstein. Was sagst du? Einfach zu irgendwo übermachten, weil hier geht jetzt einfach noch 15 km und dann fängt eigentlich das coole Zeug erst an, oder? Ah. Aber, ich würde es gerne noch ein bisschen brüchen lassen. Ja, ja. Ja, der ist ziemlich nass. Oh, da hat es jetzt gut gehabt, oder? Aber guck mal, jetzt mehr Sand erfahren. Können wir da rausfahren? Sand ist okay. Ja, aber musst du den Reifendruck haben lassen. Ja, ja. Da hinten ist dann wieder Schlamm oder ist das auch Sand? Wart ihr da schon mal nicht, ne? Haben wir vielleicht gesehen, dass wir die ganze Zeit mit den Sanddünen anfahren. Das sind alles Sandzeiten da. Ich weiß aber nicht, wie weit wir kommen, aber wir müssen ja nicht weit, oder? Und wo willst du denn hin? Auf der Straße. Ein bisschen da runter, ein bisschen. Ist ja weniger windig, wer weiß. Ich glaube. Wir fahren jetzt etwa 8 Kilometer, ein bisschen im Dreck, aber auf guter Piste zu einem Friedhof. So, neuer Morgen, wir haben gut geschlafen. Jetzt geht es weiter ein bisschen in die Wüste rein zu ganz schönen Steinformationen. Also heute wird ein Offroad-Tag, über 50 Kilometer. Ja, die Piste ist halt immer mal wieder stellenweise ziemlich nass. Muss man umfahren, muss man nicht, kann man, weil man weiß nie, wie matschig ist es da drunter. Dann lieber umfahren. Auf der Ebene, da ist immer ein Risiko, dass man absackt. So, Testfahrt. Es hält, aber ja, meistens ist es ja trocken hier.
Böschungen. Und jetzt hoffen wir, dass wir dann da rechts ziehen können, um auf die Hauptpiste wieder zu kommen. Da vorne ein Stein, eingesperrt, geschützt, warum auch immer. Vielleicht hat es Zeichnungen. Okay, da steht angeblich historisches Denkmal zur Unabhängigkeit von Kasachstan. Ja, kann man auch so machen mit einem Stein. Geht es ins weiße Paradies runter. Fantastisch diese Aussicht, wahnsinnig. Hui, jetzt geht's runter. Meter für Meter durchschauen. Ah, schön langsam. Angehalten wegen Schildkrötenrettung. Es hat da immer wieder Schildkröten mitten auf dem Weg.
den Gletscher runter sozusagen, aber zum Glück kein Gletscher. Guter Kalkstein, das war jetzt nicht so schlimm, aber wunderschöne Drohnenaufnahme nehme ich an. Fahren und fliegen gleichzeitig. Eine Traumlandschaft. Sieht echt aus wie Schnee, alter Schnee. Es wurde Meerwasser und mehr. Ich dachte, es sei ein kleines Stücklein. Aber da vorne, ja, kann es richtig übel ausgehen. Deswegen zurück. So, mit nassen Reifen. Nassen zu schlappen Reifen. Oh, 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 Scheiß. Oh, das sieht gar nicht gut aus. Ja, da geht es nicht durch, müssen vermutlich links rum. Besprechung. Ja, wir nehmen, glaube ich, die Drohne und fliegen mal ab, vielleicht da hinten. Ich bin jetzt schnell mit der Drohne abgefahren, da vorne, wo er fährt, ein Stück weit, ist machbar, aber dann kommt auch wieder Wasser. Ja, jetzt fahren wir mal. Da links ist er, da könnte es ein Stück weit gehen, aber nach einem Kilometer wird es auch wieder nass. Deswegen ist man zu zweit unterwegs. So, ich habe sicherheitshalber den Reifendruck hinten noch mehr runter getan, auch jetzt die Sperren rein. Und ich fahre jetzt mal seinen Spuren nach. Schneller als üblich. Das ist kein See ausgetrockneter. Normalerweise ist hier Wüste trocken. Früher war das ein See, ganz früher. Vor mehreren hundert Jahren, ne? Durchziehen! Mann, oh Mann, oh Mann! Stehen bleibt es nicht, ne? Das ist jetzt mit Sperre so schnell? Ja, ja. Machen wir weiter rechts. Schildkröte! Nicht erwischt! Weiß
immer aufpassen, wenn man denkt, man hat es geschafft, dann könnte noch eine Überraschung kommen. Oh Gott, ey. Aber guckt euch diese gigantische Aussicht an, ey. Ja, das war jetzt auch ein bisschen Risiko, muss ich zugeben. Und noch sind wir nicht draußen, aber der Boden ist jetzt wieder gut. Da liegt ein Graben dazwischen, den müssen wir jetzt hoffentlich umfahren und sonst eine Brücke bauen. Da sind sogar zwei Graben. Ist zum Glück kein Salzsee, sondern es ist Kalk und dieser wunderschöne Ausblick dafür. Jetzt sind wir wieder auf einer Hauptpiste, zum Glück. Auch so merkt. So, wir haben eine Pause gemacht da in der tiefen Ebene. Jetzt fahren wir aber da vorne dann in die Hochebene. Da ist dann nicht mehr so nass. Das wäre die Piste. Da vorne ist die Auffahrtsrampe, vielleicht seht ihr es zwischen durch. Sieht steil aus von hier. Und wenn es feucht ist, kommen wir nicht hoch. Gut, der ist hochgekommen. Möchte was filmen? Ja, gern. Da hoch, das geht natürlich nur, wenn es nicht nass ist.
Aus eigener Kraft. Du musst jetzt links fahren. Wie tief ist die Spur? Da kannst du nicht reinfahren, unmöglich. Tief, hä? Fahr links. Also in der Mitte, Alter. Mitte und links. Die ist total tief. Da hängst du voll drin. Scheiße. Links. Keine Chance, ich muss durch. Du musst durch? Ja. Okay, gut. Der Mario packt es. Der Mario hat es jetzt sogar gepackt. Der packt es. Bewusst wie. Bewusst wie, ja. Aber es ist mega weich, die rechte Spur, die ist hier offen. Steckt er schon wieder fest. Diesmal schlechter, glaube ich. Schlecht. Links wäre besser, wo ich bin. Also, dann bleibt man hinter ihm. Gestern schon hatten, die mussten ja gestern schon die ganze Zeit sich durchwühlen. Der ist so voll reingewühlt, der wird immer schräger. Aber ich glaube, den müssen wir rausziehen. Also. Ja, das bringen wir schon wieder raus. Also, der steckt voll drin. So, wir ziehen ihn raus. Ja, das mit Zug geht alles besser. Ja, wunderbar. So, rausgezogen, flockig. Jetzt fahre ich mal voraus. Jetzt kommt ein super wunderschöner Ausblick. Aktion gestartet, eine ist da stecken geblieben. Jetzt haben wir schnell alles zusammengeräumt, um den rauszuziehen. Ja, die sind da voll im Schlamm, voll reingefahren. Keine Chance. So, hier machen wir mal einen Punkt. Also, es geht dann weiter. Wir haben ganz schöne Dinge gesehen. Das Schönste kommt noch. Das ist einmalig auf dieser Welt, was man da sieht. Sieht aus wie Gletscher, aber sind keine. Okay, dann schön wart ihr dabei. Hey, macht den Daumen hoch und bis bald. Tschüss.